Ich hätte, willkommen zurück zu dem Video, ich hätte diesen Dialog irgendwo anfangen sollen, wo Musik ist. Tja, wir wissen jetzt also, wie er dazu gekommen ist. Der Roten Prinz, was er von den Ereignissen hält, Saler der Roten Königin. In seinen Augen liegt eine Verzweiflung, die du nicht zugetraut hättest. Er wirkt ratlos, rastlos, wütend, auf den Höhepunkt eines Sturms, von dem du nie gedacht hättest, dass er seine Unerschütterlichkeit durchbrechen könnte. Endlich fand ich sie, nur um sie wieder zu verlieren. Es ist unvorstellbar, unerträglich, zu wissen, dass sie in der Hand solcher Schurken ist. Ich ihn auffordern, sich zu beruhigen, das wird alles gut werden. Sie ist fort, verdammt! Versteht ihr nicht? Lasst mich einfach... Er schließt die Augen und beginnt ein altes Mantra zu singen. Seine Stimme ist hypnotisierend und als er verstummt, fühlst du auch du, wie sich seine Gelassenheit ausbreitet. So, schon viel besser. Es tut mir leid, dass ich gereizt war. Was euch nicht klar ist, sagt ihr, habt ihr hier geliebt? Wenn nicht, wer nicht. Davon gibt es leider genug. Es soll genügend zu sagen, dass ich liebe. Und zwar so, dass es den Kern meiner Existenz ausmacht. Mein Reich, mein Thron. Ich muss sie wieder erlangen. Da gibt es nichts zu reden. Mein Drachennachwuchs. Ich werde ihn sehen. Die Göttlichkeit selbst. Nach der verzehre ich mich ganz gewiss. Aber vor allem und allen anderen liegt mir an ihr. Das ihm sagen, dass sie es wirklich schön war. Was? Es, nicht sie. Ich hätte ihn für eine Romantik gehalten. Ich will auch hoffen, dass wir alle mehr sind, als es zunächst den Anschein hat. Ihr müsst wissen, dass sie mein tiefstes Verlangen ist, seit meine Seele ins Bewusstsein geriet. Sie jetzt von mir genommen zu wissen, nach unseren Treffen, sie ist herzzerreißend. Sagen, dass du alles tun musst, um mich zu vereinen. Sie ist bloß verschwunden. Ja. Heilende Worte, ich danke euch dafür. Ich werde die Welt auf der Suche nach Saler auf links drehen. Wenn ich sie mit sterblichen Mitteln nicht finde, werde ich die Göttlichkeit dazu verwenden. Fragen, was mit der roten Prinzessin passiert ist. Ne, das wissen wir doch eigentlich. Was, Stitches mal Kekse? Was? Egal. Er schaut dich streng an, als würde dir am liebsten eine schulmeisterliche Lektion erteilen. Ihr könnt euch sicher gut vorstellen, was in dem Wagen passiert ist. Fast schade, dass ihr nicht Zeuge wart. Ihr hättet den Beginn einer neuen Welt sehen können. Ganz zu schweigen von den unvergleichlichen Lektionen in Liebeskunst. Ihr habt ihn versucht, ihn umzubringen. Götter, nein, obwohl sie wirklich nervtötend sind. Glaubt mir, ein Prinz aus dem Haus des Krieges überlebt die ersten Anschläge schon in der Wiege. Seine Mutter ist eher seine Leibwache. Aber ich muss zugeben, diese Kameraden sind ziemlich hartnäckig. Machen ihre Versuche auch ihr euch nicht müde? Bejahen, seine bloßen Anhörung bringt dich in Lebensgefahr. Nein, es war ja nicht sehr viel, außer bleibst du in Übung. Ha, genau. Genau diese Art von Verständnis lässt mich in unsere gemeinsame Reise so schätzen. Es ist mir ganz neu, dieses Konzept der Gemeinschaft. Und euch? Du kommst allein in der Gruppe gut zurecht, das ist schon egal. Dann könnt ihr auf Glück reden, dass ihr meine erhabene Gesellschaft genießen wird. Lachen und Zustimmung ist gut, das ist sehr nett zu haben. Nach dem belebenden Kampf fühle ich mich ganz munter, also gebe ich das Kompliment zurück. Es ist gut, euch in der Nähe zu haben. Ihn aus seinen prophetischen Träumen von Brahmos fragen? Ah ja, die Traumvisionen. Ich wurde mit so vielen Prophezeiungen bombardiert, dass mein analytischer Verstand sich gezwungen sieht, ihnen mit Skepsis zu begegnen. Wäre nicht die Prinzessin. Wie alle Echsen gebe ich viel auf Träume. Ich weiß, dass sie nicht dem Verstand des Schlafenden stammen, sondern einer ganz anderen Ebene der Existenz. In diesem phantasmagorischen Chaos treffen sich manchmal zwei sturmgebeutelte Wesen und werden zu Konstanten. Saler ist das Geheimnis meiner Seele. Ich zweifle nicht daran, dass wir füreinander bestimmt sind, dass es unser Schicksal ist, Drache zu sein. Ontologisch gesprochen, während die Rückkehr der großen roten Drachen nach Rivulon nur eine Möglichkeit ist, so ist sie im Chaos der Träume längst Tatsache. Sagen, dass du sicher, dass er recht ist. Sagen, dass Phantomotor Schiefer vielleicht ist, ja, Großspuransprache. Ich kann nicht umhin, eine gewisse Kargheit in euren Vokabular zu bemerken. Ich helfe gern. Sagen, dass du sicher bist, dass er recht ist. Als hätte je ein Zweifel daran bestanden. Ich werfe euch nicht vor, skeptisch zu sein. Das zeigt einen Hang zur Logik. Aber Logik, Träume und Prophezeiungen sind eine teuflische Mischung. Doch haltet doch etwas durch. Ich werde es euch nicht noch versüßen. Ich glaube, es wird ein reines Story. Ja, hatte ich mir gerade vorgenommen, dass ich mal die ganzen Leute einmal durchklicke. Wie man sich jetzt Regent auf der Straße führt. Zunächst war es herausfordernd, muss ich sagen. Schließlich hatte man mich aus meinem eigenen Reich geworfen, fortan von Attentätern jagen lassen. Danach kam die Entwürdigung des Halsrings und der Einkerkerung. Doch seit wir kühn beschlossen haben, der Freudenfeste ein für alle Mal in den Rücken zu kehren, war es spaßig. Ach, ich könnte mich über das Essen und die Unterbringung, die Barbarei der gemeinen Leute beschweren, aber in Wahrheit passt das alles zum größeren Ganzen, das da heißt Abenteuer. Abenteurer waren genau das, was mein Leben noch gefehlt hat. Sagen, das ist schön zu hören, dass ihnen das Leben auf der Straße so gut gefällt. Ja, das heißt, solange dieser Weg schließlich wieder zu meinem Thron führt. Den roten Prinzen fragen wir. Ja, gut, das war's. Gut. Ich könnte mich auch von ihnen trennen, aber ich weiß ja nicht so richtig, was es bringen soll. So, ich würde aber eigentlich mit dem Typen hier reden. Der Geist eines ausgemergelten Gefangenen betrachtet seine eigene Leiche. Er schüttelt den Geistkopf und seufzt verdrossen.
Von blöden Todesarten. Den Geist fragen, ob er mich fragen, was ihm zugestoßen ist. Es war ein dummer Unfall. Ich habe etwas Gift genommen, um halbtot zu wirken. Ich wollte, dass sie mich zu einem Heiler bringen, damit ich eine Fluchtmöglichkeit kriege. Ich musste viel von diesem Zeug erwischt haben. Jedenfalls war ich ganz statt halbtot. Die Bastarde aber haben nicht mal meine Leiche weggeräumt. Laut überlegen, was er verbrochen hat. Der Geist wirft einen finsteren Blick zu. Ich habe nichts getan. Jedenfalls nicht, was sie mir zur Last gelegt haben. Ich war ein Justizauto. Schnauben, dass jeder Gefangene überhaupt unschuldig sein. Irgendwas muss aber gewesen sein. Das könnt ihr natürlich leicht sagen. Ihr könnt ja einfach gehen, wenn es euch gefällt. Warum tut ihr das nicht? Geht einfach und lasst mich zufrieden, zum Teufel. Ja gut. Das Leben ist verflucht und man verschwendet an die Lebenden. Die Geistfrage, ob ihr irgendeinen anderen Fluchtweg kennt. Am besten lassen wir dieses Geheimnis für jemanden übrig, der es braucht. Ihr könnt ja jederzeit wieder herausspazieren. Achso, also es gäbe eventuell vielleicht einen Weg raus, aber ich kenne ihn halt nicht. Na gut. Gut, es ist eh relativ unwahrscheinlich, dass ich hier jetzt irgendwie nochmal mit der Justiz in Verzug bin. Wenn ihr jetzt noch wechselt, fehlt ihr immer ein Teil am Anfang. Ja, aber ich kann auch gar nicht wechseln. Ich habe ja nur die Leute, die ich habe. Das ist hier das Ding. Ich muss aber trotzdem weiterreden. Und zwar, wir müssen noch mit Ivan reden. Hey, wie geht's meiner Lieblingsgotterweckten? Sagen, dass die Magister eine Liste bekannter Quellenmagier haben. Einen davon ist ein einsamer Wolf namens Riker. Kennt Ivan ihn? Das ist scheiße, jetzt haben wir das schon alles gehabt. Ken? Nein. Von ihm gehört? Ja. Nach allem, was ich so höre, ist er verrückt. Lebt für einen Friedhof, nicht allzu weit von hier. Hier, ich markiere den Ort auf eurer Karte. Er hat eine Menge Haustiere. Angeblich nimmt er nach jedem Vertrag, den er ausführt, eins als Souvenir mit. Aber ich will ehrlich sein, ich frage nicht groß nach dem Warum. Ich will's gar nicht wissen. Laut darüber nachdenken, ob es etwas gibt, von dem Ivan Angst hat. Ivan zieht eine Augenbraue hoch und verschränkt die Arme. Jeder Zentimeter der Mann, dem man nachts in einer dunklen Gasse lieber nicht über den Weg läuft. Natürlich habe ich manchmal Angst. Vor der Höhe, der Dunkelheit, selbst vor Spinnen, um ehrlich zu sein. Ich lasse mich davon nur nicht beirren. Die Angst geht nicht weg, aber daran hat sich mein Körper inzwischen gewöhnt. Wenn man nur lang genug dranbleibt, tja, je intensiver das Erlebnis, desto lebendiger fühlt man sich. Sagen, dass du gerne allein unterwegs sein möchtest, zumindest was haben wir es. Mit offener Zuneigung in den Augen schlägt dir Ivan auf die Schulter und strahlt dich an. So, jetzt noch mit den Bestien. Ich bin kein großer Landrat, aber manchmal habe ich keine andere Wahl. Außerdem sind auch Dinge zu erledigen. Was wir als nächstes tun? Wir tun das, was meine absolute Lieblingsbeschäftigung ist. Wir segeln. Der Rat der Sieben wartet, Mädchen. Obwohl ich gegen ein bisschen Tendelei auf See noch nichts einzuwenden hätte. Und dann ist da noch Justinia. Ich muss nach Arx, wenn ich will, dass sie die Finger von den Todesnebel lässt. Ja. So, gut. Ich bin irgendwie gerade voll auf Konflikt. Wenn mich irgendjemand aufhalten möchte, würde ich hier, glaube ich, jeden töten. Sabrina? Die müssten doch eigentlich instant sterben, oder? Die haben auch gar nicht genug Lebenspunkte, um das zu überleben. Sagen die wissen vorher was Fieses? Oh, toll, ein Burger. Seht ihr nicht, dass ich gerade Pause habe? Sonst ist eine zerstörte Magisterkarawane, die du gesehen hast. Was? Oh nein! Armer Dumuri! Erstattet sofort Magister Raimund oder Magister Julians Bericht. Sie werden Alarm schlagen. Geht jetzt! Schon wieder? Im Ernst? Okay, gut, das reicht ja, oder? Nein, nicht so weit auseinander treten. So funktioniert das? Oder, ja, genau. Geht wieder zusammen. Genau, ihr macht das gut. Ja, ihr steht gut zusammen. Nein! Das müsste sie eigentlich töten, oder? Der davon wird sie nicht instant sterben, leider. Die hat nur Magierüstung. Ah, das ist aber bedauerlich. Magister. Einer schlimmer als der andere. Das Problem an den Magistern ist auch. Wer hat Schlüssel? Wenn du sprichst mit den einzelnen Magistern und erstmal sind es wie normale Leute, aber wenn es dann um irgendwelche Grausamkeiten geht, dann, naja, dann haben sie auf einmal nichts Menschliches mehr an sich. Dann ist es auf einmal okay, irgendwie seine, irgendwelche Leute, nur weil sie anders sind, weil sie irgendwelche Befehle rückstandslos glauben, einfach zu befolgen. Oh, habe ich die Kiste da schon mal geknackt? Warte, die müsste ich doch eben besser jetzt locker aufkriegen. Das hat doch jetzt hier Schlossknacken 100 oder nicht. Ja gut, die Bereich 6, aber sollte ja wohl gerade noch reichen, oder? Ich musste dieser Tod. Oder das ist die Jahre warten. Zerrissener Brief. T steht für Troll. Ich habe nicht den Schlüssel, wirklich nicht.
Toll, 108 Gold. Wow. So, ich glaube, wir haben uns lange genug aufgehalten. Wir haben eigentlich alles. Ich weiß immer noch nicht, wie die dumme alle warten. Achso, ich könnte noch zu Lohan laufen und sagen, hier, dass die Magister irgendwie von dem Wind gekriegt haben. Und die restlichen Nebenquests, die ich noch so habe, sind halt alle irgendwie. Ja, Lohan zu töten. Anweisung des Doktors. Schade, dass wir mit der Lester nicht mal reden können. Ja, die Eitne, mit Eitne können wir ja nicht reden, weil das ist ja. Das Leichenexplosionsbuch ist halt. Wo ich Loa seinen Questtag auch nicht so richtig gelöst habe. Ich könnte ja Loa töten. Das wäre sicherlich auch möglich. Ohne großartige Probleme. Ist ja auch nur Level 9. Ich meine, er hat mehr Rüstung als der Rest. Ja, gut. Tja, ja. Sagen das mit Anhas Geist gesprochen, er macht sich Sorgen, wie er sie geschmierte Waffen aus einer Hülle herausholen sollte. Verdammte Kerle, reißt die Klappe auch noch im nächsten Leben auf. Ist ein kleines Nebenprojekt von uns. Geht euch nichts an. Fahren wir mit gleich eine Gefallen nicht bergen lässt. Werden wir doch, sobald sich die Roten wieder beruhigt haben. Die sind gerade höllisch nervös. Würde keinen gut tun, wenn wir jetzt Rabatz machen. Das ist die Magsinn. Ich kann nicht übrigens ermordet. Habe ich ihn verkauft? Ich könnte ihn nicht mal umbringen, wenn ich wollte. Also, klar, ich kann natürlich einfach direkt angreifen, aber. Bandolo? Also ich könnte ihn nicht einfach angreifen. Ach, ist hier gibt es auch einen Weg. Ansonsten. Ne, ich glaube, wir haben alles. Los, auf zu komischen Boot, sonst wird das hier wieder zu lang, wenn ich das jetzt hier. Muss Taki noch finden. Wo steht er hier? Ach, da ist doch Taki, meine Fresse. Mehr Glück beim zweiten Mal? Oder hab ich zu viel von euch verlangt? Die Klinge vorzeigen, die du im Archiv gefunden hast. Das Objekt bebt, als Taki sich nähert und summt eine Antwort. Verbunden zu einem, Vergangenheit und Gegenwart erschlagen. Absolution und Erlösung erwarten denen, dessen Sünden viele sind. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dies, mein Freund, ist der Schlüssel. Gebt mir etwas Zeit und jede Gottheit, die es gibt, wird bei euren Anblick erbeben. Er streckt seine Hand erwartungsvoll aus. Du müsstest. Ich hätte bereichen müssen, was das an dem Thema kann. Wunderbar. Wenn ich mich jetzt entschuldigen würde, ich habe zu tun. Taki wendet sich ab, brummt aber noch aufregend, fast eifernd, etwas von einem Thema vor sich hin. Das war's? Ich nehme auf jeden Fall die scheiß Messerwegsrune. Ja, das ist richtig wert hier. Aber ich hatte doch neulich den Mangel an Messerwegsrune, oder? Hier ist eine Messerwegsrune. Aber hier nicht, genau hier, die ist eine Strunz, die mich Giftrune einbauen müssen, weil ich nichts Besseres hatte. Weithiniger Kampf und Schaden des Luftschaden. Das Ding Luft bei 14 Luftschaden. Wenn ich eine Meisterwerksrune einbaue, macht das Ding halt. Haben ein Level Weithiniger Kampf, bringt wie viel Schaden mehr? 5% mehr Schaden. Also die Kombination aus 5% mehr Schaden und nochmal 12% Elementarschaden macht es, glaube ich, marginal besser. So. Da habe ich gerade auf die Fesseln. Wenn ich mal wüsste, wo das verdammte Vieh hin ist. Der Licht möchte, dass wir ihn. Ja, die Kreatur ist geflohen. Vielleicht auf dem Friedhof? Ich gucke nochmal kurz an ein paar Orten, ob ich vielleicht irgendwo diesen dummen Licht noch finde. Aber ich wüsste gar nicht, ehrlich gesagt, nicht, wo ich diesen dummen Licht suchen soll, ne? Mit irgendwelchen Gründen erscheint es mir natürlich, dass man ein Licht auf dem Friedhof findet, aber eigentlich spricht nicht viel dafür, oder? Steff, willst du mir kurz helfen und mir sagen, wo der komische Licht hin ist? Weil ich möchte jetzt eigentlich eine Ewigkeit eine Zeit verschwenden, beliebige Orte zu suchen, weil ich habe jetzt echt keine Idee, wo das Scheiß hier hin sein könnte. Ich meine, so die üblichen populierten Orte habe ich alle schon besucht. Eine Schwarzgruppe würde wohl nicht sein. Was ist da unten eigentlich für Häuser? Wo ist das an der Ground Level von der. Hä, warte mal. Ja, mal kurz. Ich hab hier keinen näheren Weg, warte mal.
Muss mal kurz hier. Muss hier mal mit der Kamera einen Blick drüber werfen müssen. Das ist hier hinten eigentlich. War ich hier schon mal? Kann das sein, dass ich dieses komplette Gebäude irgendwie geflissentlich ignoriert habe? Ich bin in der fallenden Karawane. Oh, ups. Jetzt muss ich, westlich von Treibholz. Also hier? Ja, aber ich habe ja die komplette Siedlung da unten übersehen. Wie konnte das denn passieren? Habe ich nur die Leute umgenietet und habe dann... Oder war ich hier? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich will... Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in der Bude drin war, aber ich könnte mich natürlich falsch erinnern. Das war kurz vor meinem Umzug, glaube ich. Dass ich hier in der Grube war, aber trotzdem. Nee, jetzt müssen wir... Ach genau, hier war so ein bisschen netter Kreischer. Daran lag das. Ups. Ah, Magister Raimund, Mensch. Jetzt tut mir meine Ignoranz ja fast leid. Na gut, wir müssen... Der stille Beobachter lächelt... Ach nein. Mann! Oh Mann! Ey, weil die sich behindert anordnen müssen im Dialog oder was? Och, das ist so dumm, ey, wirklich. Das ist richtig dumm. Oh, wir ordnen das im Dialog so an, dass wir angegriffen werden können. Anscheinend war ich da nicht drin. Ah, Mann. Das trägt mich aber auch für so eine Scheiße, also wirklich. Oh. Bzz, tot. Puras. Freunde, Puras. Ich finde übrigens besorgniserregend, dass das Internet, das ich hier habe, geht von der anderen Seite rein? Nein. Ich finde das besorgniserregend, dass das Internet, was ich hier habe, instabil ist. Also jetzt bricht es gerade in dieser Minute ein. Und ich finde das deswegen besorgniserregend, weil das ist halt Kabel-Internet. Und Kabel ist relativ regional, sag ich mal. Wie soll ich da von der anderen Seite reingehen? Und das Ding hat ein regionales Internet. Das heißt, wenn ich in meiner neuen Wohnung, weil ich einen Mietvertrag habe, werde ich da einziehen. Also werde ich das Internet einziehen lassen. Wenn ich dann auch das gleiche Problem habe, dann ist nicht gut. Der stille Beobachter lächelt dich an. Bei näherer Betrachtung erkennst du, dass diese breiten, eingefrorenen Grinsen nicht weiter als rote, gezackte Narben sind, die man ihnen in den Mundwinkel geritzt hat. In seinen Augen liegt ein unaussprechlicher Schmerz. Und doch lächelt er dich an. Zwei weiße Magister reden über das Schicksal dreier Gefangenen, die magisch geschfesselt wurden und die dunkle Tücher des schwarzen Rings tragen. Als sie dich bemerken, treten sie einen Schritt zurück und greifen nach ihren Waffen. Ja, ach ja, ich kenne Schuppen aus Treibholz. Ihr hättet nicht herkommen sollen, ihr dummer kleiner Trottel. Das ist wohl wahr und eure Anwesenheit ist äußerst unerwünscht. Wie bitte unerwünscht? Wissen sie denn, wer du bist? Wissen wir. Noch eine Leiche für die Ratten. Hoffentlich lassen sie was für mich übrig. Die beiden Magister pfeifen ihre Quellen herbei und gehen mit ihrer tödlichen Absicht verfinsterter Miene auf sich zu. Was ein Band der Pein? Warte mal, das ist gar nicht gut. Wie viele Soldaten hat er denn? Zu viele, also ich muss also die komischen anderen Typen anscheinend heilen dafür, oder was? Man kann es jetzt irgendwie brechen, das Band der Pein. Ich hätte die gerne noch befragt zu dem ganzen Thema. Das ist schwierig. Ich hab noch Dings, ja. Verdammt, ich hätte mal Raimund lieber hauen sollen. Hä? Ich will aber nicht alles in Flammen setzen, weil ich würde mir den... Ich
glaube, meine Hoffnung, die Typen vom Schwarzen Ring zu retten, ist gleich null, oder? Ich verstehe sowieso nicht, warum mein komisches Blutdingsbums hier. Der schlimme Beobachter ist mir auch noch ans Leder. Ach, so die nicht. Achso, warte, ich sollte mir auf jeden Fall erstmal noch. Diese Rüstung gönnen. So. Was? Durch die Tür? Gleich muss ich jetzt aber da. Erstmal rein mit den Hütten, ja, ist, ich versuche erstmal was Unorthodoxes. Sie zu entfernen? Ernsthaft jetzt? Ja, Raimund hat leider auch noch relativ viele Lebenspunkte. Die Hülle hat zum Glück nicht so viel. Ja, die sind halt alle magieanfällig eigentlich. Noch einer. Hm. Ganz schön viele Feinde. Aber na gut, die schreitet um mir nichts. So, wenn ich ihn jetzt das Dings an den Kopf werfe, hat er die Ziffer noch eine Heilschriftrolle dabei. Jetzt so eine heilige Handgranate, das wär's. Habe ich die Ziffer eine? Ich glaube, ich habe sogar welche, aber nicht. Er hat die bloß nicht. Oder? Habe ich keine heiligen Handgranaten? Das wäre ein Ärger. Wahrscheinlich sterben die dadurch? Das habe ich leider befürchtet, dass sie das, den Speerwurf nicht so leicht. Hm. Na gut. Alter. Dann brauche ich mich jetzt nicht mehr zurückhalten. Das hat auch alles ein Gutes. Ja, Holy Moonfire bringt mir nichts hier. Was? 4 AP-Kurs kosten? Ah, du machst das mal nix. Ich muss diese Hülle da runter teleportieren, das ist ja lästig mit dem Vieh. Ja, hör doch mal an. Ja, was? Warum kann die denn dreimal angreifen? Was ist das denn? Ifan, ich habe gehofft, ich habe gehört, du magst erhöhte Positionen mehr als der Typ da unten. So, haben meine Leute alle noch magische Rüstung? Jo, alles klar. Feuerball auf Boden, direkt da, wo ich stehe. Boots. Ach, schön. Ja, da sind noch mehr tote Gefangene. Raimund und seine Gang sind auf jeden Fall keine Menschenfreunde. Aber wer ist denn jetzt dran? Ach, Bestie, also die Gelegenheit war günstig. Hat der immer noch Rüstung? Ja, Entschuldigung, hat der denn so viel Rüstung, der Typ? Nicht, dass Raimund hier nochmal drankommt. Die Feuer sieht man leider nur die Hälfte. Ich finde schön, wie ich den Fellhund ignoriere. Ich könnte ihn vielleicht trotzdem mal schießen. Warte mal hier, das sollte ja eigentlich reichen, oder? Der hat Rüstung. Der hat so weit mein Leben. Dann machen wir mal Magie kaputt. Das ist Lillis. Das ist Worind. Schade, ich hätte gerne die Gefangenen befragt. Verfehlt? Ja, rennt wir mal zu den Vieh dahin. Wenn es halt sonst nichts ist. Der hier draußen lebt noch, oder? Komm ich an irgendwie dran? Leider nicht. Worin lebt offensichtlich?
Mein. Was? Raimund auch noch? Also, jetzt habe ich nicht mehr genug XP, um zuzuhauen. Der noch was ankommt. Warum heilt er sich ja nicht für jeden Scheiß immer? Das kann ja auch nicht sein, dass er sich immer von alles heilt. Ist halt nicht reicht. 30.000 XP hat das gebracht. Für einen Kampf, der mir quasi keinerlei Mühe bereitet hat. Okay. Achso, ich kann ihn mit Geister sich befragen. Es ist ja nicht so, dass. Es ist ja nicht so, dass alle Leute, die sterben, Leichen hinterlassen. Doch mal, wir machen 2 Damage. Sieht das nicht ein hier noch im letzten Meter noch. Aber ich könnte ihnen noch eine Fernsicht trinken geben. Im Vieh. Oder nicht, weil die halbe Stunde wieder nicht. Ah, da kommt sogar noch mal dran. Ah, so die sind. Nee! Er kann läutern? Ach, sein Ernst. War läutern gerade Quellenmagie? Er hat den Punkt noch, ja. Mein Herr, ich hätte diesen Punkt gerne wieder. Danke. Papi ist ja nicht mehr tot, so in der Hände drauf. Weil Heiler? Ja, Damage machen können meine Leute alle. Es ist nicht sicher, hier zu rasten. Bestie, würdest du bitte. Meine Fresse. Ja, gut, haben wir Raimund und seine Jungs aufgemischt. Gift absaugen? Entfernt Gift schon der Quelle. Ja. Okay. Das klingt jetzt nach sinnlosem Magistermemorandum. Macht euch bereit. Ich bin unterwegs, um das Kommando über unsere Ausgrabung zu übernehmen. Unser guter Dalis hat gefunden, was wir suchten. Also haben die Mitglieder des Schwarzen Rings ihre Aufgabe erfüllt und wir brauchen sie nicht länger lebend. Ich erwarte, dass ihr vorbereitet und ihr vertrefft, diese Last zu beseitigen. Ich werde schneller da sein, als ihr denkt. Nein, Mann. So, was ist das? Der ist ja nicht schlecht, sag ich mal. Alter, eine riesige Donnerrune. Nice. Würden wir uns da beschwören, das hatten wir schon. Schärpe Telekinese und tauschen. Ist tatsächlich ganz gut. Passierschein? Schlüssel. Noch ein Ranzstab. Magischer Elfenstab, nein, Leute. Oh, tatsächlich. Alle drei wollen tatsächlich mit mir reden. Hier sind sie noch mehr. Na, man wurde nicht geläutert. Das ist eigentlich schon mal viel wert. Na gut, dann fangen wir mal an. Der Geist schwankt von einem Bein aufs andere, als wäre er nach einem Faustkampf noch benommen. Mit leeren und endlosen Augen, der ruhigen, rußigen Farbe der Leere, schaut er direkt durch ihn durch. Du siehst ein winziges Leuchten ihn aufflackern, das sofort wieder stirbt. Ich finde die Augen schon die Quelle des Flackerns suchen. Als du in die Augen schaust, siehst du ein winziges Funken aus Quellenenergie erneut aufflackern. Du fängst sie wie eine Perle an und siehst einen Widerschein auf ihrer Oberfläche. Den Geist eines jungen Mannes. Du siehst, wie er sich begeistert und voller Stolz den schwarzen Ring anschließt. Die Perle posieren und genauer untersuchen. Du siehst seinen Kommandanten, einen schemenhaften, furchtsamlosen Kreatur, die immer wieder aufblitzt und verschwindet. Du siehst den entschlossenen Blick in den Augen des Rekruten, der gegen die Magister in den Kampf zieht. Du siehst, wie er von Dalis gefangen genommen und angekettet wird. Du siehst, wie er tief in eine Höhle Quellenenergie benutzt, um eine magische Barriere zu durchbrechen. Er versucht es. Er versagt. Er versucht es wieder und erschöpft versagt er wieder. Die Quellenperle, in die du schaust, wird schwarz und verschwindet. Was bleibt, ist das endlose, allertiefe Schwarze des Auges des Geistes. Kehrt machen, okay.
Der Ätheran! Der Ätheran! Er hat zu mir gesprochen! Mich zu ihm gerufen! Aber ich kann ihn nicht verspüren! Wo ist er? Oh, wo könnte er sein? Der Geist lässt seinen Blick wandern, sucht etwas, nimmt dich aber nicht wahr. Der Geist grinst, als er dich sieht. Ein Grinsen, in mir Wahnsinn und etwas sehr Ähnliches zu erkennen ist. Nun, ihr seid ein Diener des Königs. Seid ihr hier, um mich zurückzubringen? Die Kraft schütteln, das ist nicht die Kraft, ihn dorthin zu schicken. Er lacht verbittert auf. Ich habe Zeit. Ich kann warten. Gut, die werden wohl nichts beigehabt haben. Der schwarze Ring ist. Hast du verfasste Anweisung? Wie dieses riesengroße Blatt sind die hastig verfassten Anweisungen. An alle Helfer bei der Höhlengrabung. Nur autorisierte Personen dürfen die Höhlung betreten und zur Grabungsstätte vordringen. Die Grabungsstätte darf nicht alleine aufgesucht werden. Es ist der erste Vorkommen, auf den blinden Wächter zu warten. Nur er ist in der Lage, unsere Verteidigung zu überwinden. Nichtbeachten dieser Bestimmung führt A. zum Tod des Betroffenen, B. zu zahlreichen Missbehelligkeiten von der Herren Dales. Jeder mag für sich entscheiden, was schlimmer ist. Ja, ist klar. Was ist das hier noch? Achso. Was hab ich denn gerade Liz in die Hand gedrückt? Eine Holzkiste. Oh nein! Die Scheiße jetzt wieder. Oh, warte mal. Das ist aber schlecht. Das ist jetzt, ich kann hier mit Ivan einsammeln, damit Dings fressen. Nein, ich will die Tür nicht zum... Hä, ich will da rein. Ich will diesen abgetrennten Kopf hier einsammeln. Ein Brief von R. Da muss ich doch wirklich fragen, wie die Magister das für sich selbst... Also insbesondere die weißen Magister, wie sie sich das für sich selbst machen können, dass sie einfach die Leute abschlachten, einen nach dem anderen, oder? Ich meine, wie erklären die sich das? Geist eines Gefangenen. Der Geist eines Mannes kaut auf den Zellenboden und zieht den Kopf ein. Eine unsichtbare Hand reißt ihm den Kopf an den Haaren hoch, seine panisch aufgerissenen Augen blicken auf seinen Peiniger, sein Mund öffnet sich, um zu flehen. Doch ehe er dazu kommt, öffnet sich eine tiefe Wunde in seinen Hals. Geisterhaftes Silber sprüht heraus. Seine Augen treten hervor, er greift nach seinem Hals. Stürzt zu Boden, bleibt zuckend liegen. Geist einer Gefangenen. Der Geist einer Elfe hält die Handflächen nach oben. Ein zögerliches Friedensangebot. Sie tritt vor und bleibt plötzlich stehen. Sie greift sich an den Bauch. Ihre Hand ist mit einem silberigen Geisterblut bedeckt. Sie blickt in einen Ausdruck der Verwirrung des Schocks durch die sich hindurch auf ihren Mörder. Ihre Knie geben nach. Sie fällt geräuschlos zu Boden. Geist einer Gefangenen. Der Geist einer Frau murmelt mit gefalteten Händen leise Gebete. Unsichtbare Hände zwingen sie auf die Knie. Ihre Lippen bewegen sich schneller. Neben dir ertönt ein schwaches Geräusch, wie das Echo eines Schwertes, welches gezogen wird. Versuche im Tosen, deine Hand auf die ihre zu legen. Deine Hand gleitet durch den Geist der Frau hindurch, doch du spürst einen winzigen Widerstand. Einen Augenblick lang entsteht eine Verbindung. Auch die Geisterfrau scheint es zu spüren. Sie blickt mit einem eigenartig gelassenen Ausdruck auf, dir direkt in die Augen. Sie will etwas sagen. Bin ich tot? Seid ihr ein Gott? Das Echo eines Sausens, der Schatten eines Schwerts und der Kopf der Geisterfrau fällt. Kurz darauf folgt der Körper nach. Ah ja. Jetzt gibt's hier draußen nichts mehr. Wir könnten uns ein neues Schiff. Warte, die Pilger des Schwarzen Ringes wollen in die Leere, oder? Das kommt noch. Das Buch ist unlesbar. Toll. Ach guck mal, ich kann wieder auf Liz' Inventar zugreifen. Yay. So, warte mal, jetzt erstmal mit Liz. Handessen. Igitt, das Fleisch ist längst gammelig, welcher. Verdammt. verfaulter Arm, abgesunder Kopf. Ein Brief von R. Verehrte Dame, leider kann ich euch trotz der angebotenen Summen Goldes nicht helfen. Der weiße Magister ist zu gut bewacht und ich hätte kaum Gelegenheit, meine Fertigkeiten gegen ihn einzusetzen. Empfehle euch, die Gegend zu verlassen, bevor er euch weiter bedrohen kann. Euer bescheidener Diener, R. Abgesunder Kopf. Du knallst die Augen zu. Blanke Panik packt dich. Doch sie wird von rasiermesserscharfen Stahl ebenso abgeschnitten wie dein Kopf. Deine Umgebung schlägt plötzlich auf einen Purzelbaum. Du findest dich auf der Seite und erblickst deinen eigenen enthaupteten Körper auf den Knien, wie er langsam umkippt. Alles wird dunkel. Na gut. Okay. Dann machen wir diesmal weiter mit der Karawane. Ich weiß nicht, ob ich das mal einklicken muss, damit ich das machen kann. So. Also, bis dahin. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.